Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge für euch zwischen den Calls. Zum Frühstück gerannt, jetzt die Sendung aufgenommen. Es wird mit meinem Mittwoch wahrscheinlich heute nichts. Ich muss Ihnen nachreichen, es tut mir leid. Ich habe heute noch einige Calls wegen den Kreditkarten. Einige Leute haben wegen der Miles & More Revolut-Geschichte oder vor allem aber auch Hilton. Das Interesse an der amerikanischen Hilton-Kreditkarte ist am größten aus meiner Erfahrung. So viele Beratungsgespräche, ich bin selber überrascht. Aber die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, ist einmal, dass die Lufthansens, sprechen wir danach über Bodenpersonal. Ich mache kein eigenes Thema auf. Flughafen Frankfurt, Rollbrücke Ost hat Probleme und deshalb muss man dort mit Einschränkungen rechnen, also längeren Rollzeiten. Dann die CDU fordert die Senkung der Luftverkehrssteuer, also mal was anderes als die Regierung macht. Dann Singapore Airlines kommt wieder mit 380er nach Frankfurt. Eine Passagierin war so froh, dass sie quasi jetzt nicht mehr auf der Boeing fliegen musste, sondern Airbus. Und dann fliegt ein Teil vom Flieger ab und man muss wieder zurücklanden. Auch ein Problem. Und da gehen wir dann auch rein. Und wir haben noch einen Passagier, hätte ich fast gesagt. Eigentlich ist es Passagier. Nicht Passagier, weil das ist ein Valet-Parking. Heißt also, das Auto wird vom Hotelpersonal geparkt und sie hat so eine Warn-App auch irgendwie, Dashcams installiert. Die hat dann die Fahrt mit aufgenommen, diese Dashcam, und hat auch Warnungen von ihrem, ja, wie soll man es nennen, von ihrem G-Meter bekommen, also dass das Auto unsanft gefahren worden ist. Da gibt es ein TikTok-Video, da gehen wir viral und dann gucken wir, warum das eigentlich noch besser ist als jemand, der eine Knarre an den Kopf gekriegt hat und das Auto geklaut wurde. Das sind die zwei Geschichten. Da können wir jetzt drauf eingehen. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Kanalmitgliedschaft. Like. Also auf jeden Fall Lufthansa Bodenpersonal. Ich wollte dazu ja nicht so viel sagen, aber ich kann euch so viel sagen, dass Bodo Ramelow und der andere Kollege, der die Schlichtung machen beim Lufthansa Personal, anscheinend eine Arbeit leisten, die gut ist. Man hat sich so getroffen, wie es besprochen war. Und lustigerweise sagt man, man wäre auf einem guten Weg. Ich weiß nicht, warum man immer eine Schlichtung braucht, um auf einen guten Weg zu kommen. Insofern könnt ihr da auch mal schauen. Auch noch ein Nachtrag zu Austrian Airlines gab gestern auf ORF mit Annette Mann, das ist die CEO von Austrian Airlines, einen interessanten Beitrag. Warum kann man nicht einfach die Forderung annehmen und man muss mal auch einen Streik gehen? Sie hat es im Fernsehen erklärt und es geht einfach darum, um in Zukunft sich nicht erpressen zu lassen, um es zusammenzufassen. Also die zwei Themen, die eigentlich keine Themen sind, habe ich euch jetzt als Zusammenfassung gegeben. Deshalb fangen wir jetzt mit dem ersten Thema an. Und das ist der Flughafen Frankfurt. Für alle, die in Frankfurt landen, denn man muss ja ehrlicherweise sagen, dass dieser Rollweg Ost oder Rollbrücke Ost ist ja quasi dieses, was auf der Nordlandebahn, was man auch Nordlandebahn bezeichnet, nördlich also der A3 des Flughafens und der ICE-Strecke. Und dann rollt man halt über diese ICE-Strecke. Und diese Brücke ist die Ostbrücke, die in einem spitzen Kreuzungswinkel abgeht, auf der ich schon sehr oft gerollt bin. Und die Brücke dient als Hauptverbindung für die Flugzeuge zwischen den in 2011, so lange ist das schon her, dass es diese Bahn gibt. Für mich war es irgendwie nicht so lange gefühlt. Ist so, dass man den nördlichen Vorfeldbereich mit seinen Parkpositionen halt damit verbindet. Aber die Brücke muss instand gesetzt werden. Und während der Baumaßnahmen ist diese Brücke für 3 Monate gespart. Durch intensive Nutzung der Rollbahn ist der Oberflächenbelag stark abgenutzt und dieser muss erneuert werden. Zusätzlich werden rund 70 alte Oberflurfeuer auf der Rollbahn gegen neue stromsparende LED-Unterflur Feuer, habe ich Steuer gesagt? Ne, Feuer, also Licht, basically, ausgetauscht. Was das jetzt heißt, das heißt einfach nur, dass man auf der Nordwestbahn natürlich trotzdem landen kann, aber der Rollweg ist länger, weil man halt denn den Abweg nicht mehr nehmen kann, sondern werden im Bauzeitraum über die zweite westliche Rollbrücke geführt. Dafür gibt es ja 2 Brücken und damit sind es halt längere Rollzeiten. Aber es gibt keine Einschränkungen der Kapazität. Manchmal hat man das Gefühl, dass man eh von der Nordwestbahn
so lange gerollt ist, dass man fast mit dem Bus auch hätte fahren können. Das dazu. Nur so als Hinweis, wenn ihr euch wundert, warum Dinge so lange dauern. Warum Dinge so lange dauern, das weiß ich auch nicht. Die CDU hat jetzt, oder die Union hat jetzt die Forderung in den Raum gestellt, dass man die Luftverkehrssteuer nicht erhöhen soll, sondern senken soll. Also das heißt, dass man genau das Gegenteil tut, was die Regierung gerade versucht. Und Fliegen ist in Deutschland natürlich nicht gerade billig. Man ist irgendwie auch an der Spitze bei der EU. Gut, das ist so, das muss man der Ehrlichkeit halber so gestehen. Die Frage ist natürlich, dass nach Haushaltsbeschlüssen der Ampelkoalition auch am 1. Mai natürlich nochmal eine deutliche Steigerung der Kosten hinzukommt. Auf jeden Fall ist es so, dass man die Union im Bundestag so vernimmt, dass sie sagen, nee, nee, wir wollen, dass es niedriger wird. Und da ist es so, dass sich die Standortkosten in den vergangenen 2 Jahren fast verdoppelt haben und man damit halt, ja, man ist da Spitzenreiter. Das ist so. Und ich fordere die Luftverkehrssteuer zu senken bzw. für den 1. Mai geplante Anhebung zurückzunehmen, so Karliczek in der NOZ. NOZ ist die neue Osnabrücker Zeitung und Anja Karliczek ist die Tourismusbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion. Deshalb muss ich sagen, richtigerweise, die Union fordert das, also die Fraktionsgemeinschaft. Anlass für die Forderung sind natürlich die Themen, dass man halt sagt, dass man in Deutschland weniger Verkehr hat als vor Corona. Überall anders ist das Wachstum größer. Das hat man halt als einer der Bremser herausgefunden. Deutschlands Flughäfen droht der Anschluss an die internationale Konkurrenz zu verlieren, sagt sie. Und dass diese höheren Ticketpreise natürlich eine Entwicklung ist, die gestoppt werden muss, um den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht zu schaden. So, jetzt lass uns das Ganze mal ein bisschen sammeln und drüber sprechen. Ich glaube eher nicht, dass in Deutschland die Corona-Zahlen nicht erreicht werden oder die Vor-Covid-Zahlen erreicht werden, weil man die Luftverkehrssteuer hat. Ich glaube eher, dass die Lufthansa sich politisch entschieden hat, das gar nicht teilweise anzubieten, gewisse Strecken und gewisse Frequenzen. Und zwar aber auch nicht aus dem Grund heraus, weil man so teuer ist, weil Lufthansa hat ja eigentlich nie ein Problem gehabt zu sagen, kostet halt, was es kostet und die Leute nehmen es trotzdem, sondern ich glaube eher, dass es daran liegt, weil die Lufthansa halt Kapazitätsprobleme hat, heißt also nicht genug Leute, um die Flugzeuge zu beredern und die Flüge innerhalb Deutschlands anscheinend am wenigsten Marge bringen und damit hat man sich dann dazu entschieden, dass man das so weit nur macht, wie man es wirklich nötig hat und braucht. Das hat natürlich den Nachteil, dass für viele Standorte die Flüge nicht wie vorher sind. Friedrichshafen, glaube ich, ist wieder abgeklemmt worden und ich weiß nicht, ich würde mich jetzt ungern vom Franz, dass man das zu eigen machen, dass man die Passagiere wie Zitronen pressen muss. Aber Fliegen muss halt einen gewissen Preis haben. Das ist so, das sehe ich auch so als wichtig an. Ihr könnt mich dafür schlagen, aber wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, Fliegen ist ein Privileg und kein Grundrecht. Und das ist halt einfach das Dilemma. Ich selber, ich überlege ja auch, ob ich fliege oder nicht. Ja, also. Ich schaue ja auch zum Beispiel, ich fahre Bahn. Ja, ich fahre Bahn in Deutschland. Ich weiß, von Frankfurt aus fahre ich nach Köln, Düsseldorf, Aachen, fahre ich mit der Bahn. Da fliege ich nicht, weil es einfach für mich angenehmer ist, um ehrlich zu sein. Das andere ist halt dann auch solche Strecken, wenn du München, Berlin hast, mit dem Sprinter, super geil. Gut, ist natürlich teurer als fliegen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber es ist halt einfach angenehmer. Deshalb halte ich das jetzt nicht so ganz so für problematisch, dass die Lufthansa da nicht das anbietet. Also wie gesagt, Bahn muss zuverlässiger werden. Das wäre eine Forderung der Union, die ich sofort unterschreiben würde. Das mit der Luftverkehrssteuer, ja gut. Ihr könnt hier kommentieren. Ich bin gespannt auf eure Meinung und auf eure Kommentare und auf den nächsten Stammtisch, wo wir das persönlich besprechen und wo ich wahrscheinlich wieder abkotze, da ich bei der Bahn wieder den Zug verpasst habe. Ja, also. Solche Sachen. Wobei verpasst ist ja nicht verpasst wegen mir, sondern weil der Zug nicht kam. Ne? Ihr erinnert euch, glaube ich, an Aachen, da war das, wo ich mit dem Zug fahren wollte und dann fiel der Zug quasi eine Dreiviertelstunde später, nachdem er eigentlich kommen sollte, aus. Man hätte genüsslich vorher den Zug nehmen können. Wir haben aber gute Nachrichten aus dem Hause Frankfurt und zwar in der Form, dass Singapore Airlines wieder den A380 ab 31. März an den Flughafen anbindet und das ist so, dass man eine große Nachfrage hat. Lufthansa fliegt ja mit dem 350-900 von Frankfurt nach Singapur
Und dann ist es halt so, dass das Spannende an der Geschichte für alle Leute ist, die in Singapore Airlines fliegen wollen, von Deutschland aus das gerne machen können. Und zwar weiter nach New York. Und was gibt es noch? Ja, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, festhalten, festhalten, festhalten. Es ist nämlich so, bei den Kreditkarten in den USA gibt es geile Möglichkeiten, um die Meilen für Chris Flyer zu sammeln. Also insofern da für euch natürlich viele Möglichkeiten, die Meilen zu bekommen und mit dem 380er zu fliegen. Ich persönlich finde es eine coole Geschichte. Ich freue mich, wenn ihr das Thema auch angehen wollt. Hier findet ihr meine Telefonnummer und ich schicke euch gerne einen Link, wo ihr einen kostenlosen Termin beantragen könnt, hätte ich gerade gesagt. Qualifiziert euch dafür, jawohl. Ja, wer sich jetzt gerade nicht qualifiziert hat, das sind wohl diese Vapes. Ich selber bin kein Raucher, bin ja bei IQOS ausgestiegen, nachdem ich dort eingestiegen bin, im Import-Export im Mittleren Osten. Nur als Randbemerkung, Leute, die zum Stammtisch gehen, wissen, wovon ich rede. Und schon wieder eine Nachricht gekriegt, einen Termin gemacht. Ja, danke. Freue mich. Sorry, Frank. Also freue mich auf den Termin. Ja, also auf jeden Fall die E-Zigaretten, diese Einwegzigaretten, die einem irgendwie 500 Mal Nuckeln erlauben, haben so eine Batterie drin, haben ein bisschen Nikotin drin, haben ein bisschen Gas, sind Plastik und sind dann Einweg und werden weggeschmissen. Nicht nur, dass das eine Umweltsauerei ist, sondern dass man auch festgestellt hat, dass die sowohl gesundheitsschädlich sein sollen. Wird wohl so sein wie bei den IQOS, dadurch, dass das so verdampft und irgendwie so kleiner ist, geht es halt tiefer in die Lungen rein, in die Verästelung und ist dann halt noch gefährlicher, als es eh schon ist. Jetzt ist Cargolux hingegangen und Cargolux hat gesagt, wir fliegen das Zeug nicht mehr. Wir wollen es nicht mehr. Wir machen es nicht mehr. Und man kann natürlich auf der einen Seite sagen, dass die Mitteilung der Airline toll ist, und ich gebe euch das Zitat, dieser Schritt ist eine Reaktion auf die wachsende Besorgnis über schädlichen Auswirkungen dieser Produkte auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt. Heißt also, wenn man das sich anschaut und dann noch den nächsten Kommentar nimmt, zudem enthalten die Geräte Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Batterien, die sie nicht recycelbar sind, zu einem großen Umweltrisiko werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Wir hoffen, mit dieser Maßnahme beizutragen, die Verfügbarkeit dieser Produkte auf dem Markt zu verringern. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen möchte Cargolux mit dieser Initiative andere Logistikunternehmen ermutigen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. So. Ja, mich stört Rauchen. Ich bin ja auch Nichtraucher. Ich finde das relativ toll hier in Kalifornien. Du hast da echt keinen Stress, du hast keine Probleme. Ist in Finnland genauso. Die Leute halten Abstand, man läuft nicht durch Qualm, man hat keine Restaurants, wo gequalmt wird. Alles super easy peasy. Aber womit ich ein Problem habe, ist, lass die Leute doch zu Hause tun, was sie wollen. Ein Unternehmen, warum müssen Unternehmen immer wieder irgendwelche Sachen sich moralisch zu positionieren? Pro oder Contra oder sonst was. Und wenn man doch dann so ein politisch korrektes Unternehmen ist, weil man an der Volksgesundheit nicht vorbeikommt, an Umweltschutz nicht vorbeikommt, dann ist man ja als Fluggesellschaft eh schon eher falsch, weil Fluggesellschaften zum Umweltschutz ja nicht wirklich was beitragen. Und man muss ja auch mal gucken, was Cargolux macht. Cargolux fliegt ja auch andere Themen, die problematisch sind. Müssen sie dann nicht weitermachen, sagen, aus China bringen wir nichts, was von Uiguren, die da in den versklavt gehalten werden in der Region, die Baumwolle und so weiter, fliegen wir nicht mehr. Wir fliegen keine Temu-Sachen mehr. Also dieser Billiganbieter aus China, der ja auch die deutsche Steuer bescheißt und andere Steuern in Europa bescheißt. Oder wo hört man da wirklich auf? Also das heißt, dann können wir eigentlich den Welthandel wieder komplett einstellen und sagen, ja, wir produzieren eigentlich gar nichts mehr im Ausland, weil das alles politisch ein Problem ist. Man sieht ja auch, was aus China geworden ist. China ist ja so stark geworden, weil wir halt unsere Produktion ausgelagert haben. Und deshalb denke ich mal, sollten Unternehmen wieder da zurückzukehren, das zu tun, wofür sie angefangen haben zu leihen. Das heißt also Cargolux, Cargo zu fliegen. Oder aber ein Hotel sollte Zimmer darstellen, aber nicht anfangen, sich dann politisch zu gruppieren, um irgendwelche Themen. Ich finde immer, dass das immer sehr schwierig ist, weil wenn man halt merkt, wie die Gesellschaft mittlerweile polarisiert ist und man quasi teilweise auch 50-50 hat, oder was von der Sparkasse war ja auch der größte Knüller, dass man zum Beispiel AfD-Überweisungen zurückgehen hat lassen, wir unterstützen so etwas nicht, von einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.
Man kann zur AfD stehen, man kann zu Temu stehen, man kann, egal wie man will, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir sind alt genug. Aber dieses Bevormunden von Firmen, dafür, das finde ich problematisch. Und da sollte man wirklich eine Linie ziehen. Also wie gesagt, ich bin klar, ich finde die Dinger scheiße, dass man diese Vapes bringt. Ich finde auch andere Dinge schlecht. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich diskutiere die Themen gerne, aber ich, also hier könnt ihr noch mal unten schreiben, was ihr dazu haltet, was ihr davon denkt, inwieweit so etwas richtig ist, dass Firmen anfangen, sich politisch zu positionieren und auch uns damit dann gewisse Dinge vorzuschreiben. Und es ist eine politische Entscheidung. Also da muss Politik sich drum kümmern. Und denkt mal über das Temu-Thema nach. Sollte damals dann die nicht mehr fliegen, weil wenn man überlegt einfach, dass man natürlich die Verbindung von Lufthansa Cargo sich auch angucken kann. Die fliegen ja auch zwischen Chengdu und Frankfurt zum Beispiel. Und das ist ja auch der größte Hub von Cargolux in der Welt. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also dann könnt ihr aufhören, euer Geschäftsmodell zu machen. Das finde ich nur dazu. Und die Route Chengdu-Luxemburg ist ja auch quasi die Air Silk Road. Oder so, wenn man das so nehmen will. Ja, dafür dazu und ich bin mal gespannt, wie ihr euch dazu positioniert, dass man das vielleicht eher politisch auch macht. So, jetzt nächstes Thema. Das ist ein Thema, was auch politisch ist. Das ist das Thema Airbus oder Boeing. Der eine sagt, Ain't no Boeing, ain't no going oder sowas. Und der andere sagt, ich fliege nur, wenn es Airbus ist. Und da gab es halt auch eine interessante Geschichte. Da hat Heidi Hetsch hat Folgendes geschrieben und da gebe ich euch mal den Screenshot. Und da musste ich so ein bisschen lachen. Oh, da warte, das ist ein bisschen zu groß. Da haben wir es. Und zwar, sie schrieb, Flying to Amsterdam with Delta, I was excited to be on Airbus Boeing because Boeing props. Also das heißt, dass man froh ist, dass man Airbus fliegt, aber dass man Boeing Probleme hat. Und dann sagt sie, ja, dummerweise sind aber alle Jets die gleichen. Und als man an der kanadischen Bo Grenze war, dass man dann umdrehen musste, weil ein Triebwerksteil, also so eine Maintenance-Klappe, also eine Wartungsklappe, ist halt abgefallen. Und die wurde auf der Landebahn gefunden und dann hat man halt geguckt, zu welchem Flugzeug das gehört haben könnte. Oh, ihr erinnert euch an Paris, wo ja auch dieser Streifen war, der die Concorde in Flammen hat aufgehen lassen. Deshalb ist das wirklich wichtig, dass man diese FODs, Foreign Object of Damage, auch lokalisiert. Die Crew ist auf jeden Fall zurückgeflogen und ja, man kann jetzt natürlich sagen, Safety first, und das ist auch ganz wichtig so, aber man weiß ja auch nicht, welche Klappe das ist, man weiß ja nicht, ob was mehr kaputt ist. Deshalb ist das auch richtig, dass man zurückgeflogen ist. Aber ist das richtig, dass man halt sagt, hey, ich fliege lieber Airbus, weil Boeing scheiße ist? Und wir müssen uns mal angucken, dass alle Flugzeuge natürlich hier und da mal Probleme haben. Welches Flugzeug ist denn abgestürzt? Long Island, das war ein Airbus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann. Die 320 war auch ein Airbus, aber die können ja nichts dafür, dass die in Vögel reingeflogen sind, also in Hudson River Landung, Sullenberger. Oder Air Force 447 war das, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war ja auch irgendein 330, 340, der von Südamerika nach Paris im Atlantik verschollen ist. Auch Pilotenfehler mitunter und so weiter und so fort. Also daran seht ihr, man kann jetzt nicht einfach sagen, eine Marke ist da besser als die andere. Ich mache mal das Bild wieder weg. Weil man ja ehrlicherweise sagen muss, alle haben ihre Probleme und ihre Malesche. Aber daran sieht man halt, dass Fliegen halt sehr sicher ist und man einfach trotzdem in Gottes Hand ist auf hoher See. Das ist einfach so. Das heißt ja nicht umsonst auf hoher See und vor Gericht. Ist man in Gottes Hand und diese hohe See können wir halt auch im Flugzeug geben, weil Fliegen halt nicht ganz risikolos ist. Aber Autofahren ist auch nicht ganz risikolos. Und ich wollte euch das einfach mitteilen, weil es einfach hier jetzt natürlich die einen sagen, Boeing ist komplett scheiße. Es gibt auch bei Airbus Probleme. Deshalb, und ich hatte ja auch zum Beispiel von einem Kollegen das zugeschickt bekommen. Danke dafür. Da nochmal übrigens der Hinweis: das war nicht letzte Woche. Letzte Woche ist auch ein Teil abgefallen, aber.
Er hat dann geschrieben dazu, nun scheint Airbus auf der Agenda zu stehen. Inzwischen hat man den Eindruck, dass das Gefährlichste beim Fliegen nicht mehr nur die Autofahrt zum Airport ist. Zwinker-Smiley. Ja, und da muss ich halt recht geben und muss ich halt sagen, Fliegen war schon immer gefährlich, aber die Autofahrt ist natürlich gefährlicher zum Flughafen als Fliegen selber. Gott sei Dank. Aber auch hier wieder eure Meinung, euer Thema. Jetzt gebe ich euch ein Video auf die Augen. Und zwar bei dem Video ist es so, ihr seht da einen Valet-Fahrer, also jemanden, der das Auto parkt für Geld. Und da ist es so, dass die Dame, eine TikTokerin, auch relativ viele Follower, da festgestellt hat, dass auf der Dashcam der Kollege, der das Auto parken wollte, ja, relativ unsanft damit gefahren ist. Und zwar, was sie kritisiert, ist reckless driving, also das heißt unrücksichtsvolles Fahren, Speeding. Und er hat wohl nicht, und ihr seht hier jetzt gerade übrigens, das war das G-Meter, wo das Auto gefährliche Sachen, also wo man zu schnell gefahren ist und so weiter, hat es dann gemeldet. Da seht ihr nochmal das Auto, das ist so ein Escalade. Aber auf jeden Fall, der Kollege war auch nicht angeschnallt und hatte halt Dinge getestet, was er machen kann. Das Auto hat immerhin ein V8-Zylinder mit 6,2 Litern supercharged. Und das war das Konrad Hotel. Das ist natürlich dann relativ doof. Und ich bin mal da gespannt, was man dazu sagen muss und sagen kann. Also ich persönlich, ich benutze ja Valet-Parking ehrlicherweise ungerne. Zumal man mir damals schon am Mietwagen die Felge zerdengelt hat und andere Dinge. Und dann ist das halt immer sehr, sehr aufwendig, das Ganze dann wieder hinzukriegen und das Ganze dann auch wieder in irgendeiner Art und Weise kompensiert zu bekommen. Deshalb habe ich zum Beispiel auch die Mietwagen immer zusätzlich versichert bei der Mietwagenfirma, zusätzlich zur Kreditkarte, die das auch versichert. Aber ich meide halt dieses Valet-Parking auch aus dem anderen Grund, nicht weil ich nur Angst habe, dass die mit dem Auto fahren. Ein Mietwagen ist mir ja eigentlich egal, was sie damit machen, solange da nichts kaputt geht. Ist Wartezeit. In Las Vegas habe ich schon eine Stunde auf die Karre gewartet. Und das ist dann halt für mich, warum ich Valet-Parking nicht mache. Dann mache ich lieber Self-Parking, da habe ich wesentlich mehr Kontrolle, weiß, dass, wo das Auto steht. Oder ich war in Huntington Beach im Hyatt Regency. Ich habe das Auto selber aus der Parking Lot geholt. Ich habe gesagt, hier, gib mir den Schlüssel, ich hole ihn jetzt. Und da war man auch so ein bisschen bockig. Erst habe ich gesagt, nee, 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 machen. Ne? Nachdem ich eine halbe Stunde warten musste. Und das sind so meine Gründe. Aber ihr könnt hier ja mal schreiben, was ihr dazu denkt, zu dem Thema, was ihr von Valet-Parking grundsätzlich haltet. Und ich habe auch zwei Fragen aufgeschrieben. Geht ihr euer Auto halt gerne beim Valet-Parking ab? Und dann gab es da für euch auch schon mal Sorgen, Ängste, Nöte oder Probleme, so wie ich das hatte mit zerdengelten Felgen. Ich glaube, ja, das war auch einmal, wo die Tür eine Delle hatte. Das war bei meinem Daimler, beim eigenen Auto. Das war auch unschön. Aber man muss ja natürlich bei allen Kritik sagen, dass das wesentlich besser ist als die Geschichte, die ja im letzten Jahr war, im November oder Oktober. Da war das so, dass man das Auto abgegeben hat. Das war ein Audi. Ich gucke gerade nach, was das für ein Audi war. Das war das Jefferson Hotel in. Was ist Jefferson? Nee, es war nicht das Jefferson. Das war das Baltimore's Pantry Hotel. Und da ist ein Audi RS7. Muss wohl auch so eine heiße Möhre sein, beim Valet abgegeben worden. Und dann ist es so gewesen, anstatt das Auto zu parken, ist er dann zu einem Car-Meet gefahren. Also so eine, was die halt machen, das hatte ich hier auch in Newport Beach, wo die mit den Supercars sich hier das Wochenende treffen. Ich weiß nicht, kennt ihr Daily Driven Exotics oder sowas? DDE, ein relativ bekannter Kanal. Die Jungs habe ich da auch getroffen. Und relativ coole Typen, auch mit ihrem Lambo, beziehungsweise einmal hatten sie einen Ferrari dabei. Und da ist er halt zu so einem Ding gegangen, wo die Leute sich halt treffen, wobei er wahrscheinlich geflext hat und gesagt hat, hey, guck mal. Aber da wurde er dann gecarjackt, wie das so schön heißt. Man hat ihm eine Knarre ins Gesicht gehalten, gib mir die Karre. Und ja, das Lustige war, das Auto war komplett zerstört, als man es wiedergefunden hatte. Also komplett alles, was basically glatt war, hatte eine Delle und damit muss man dann sagen, dann war das, was die Dame erlebt hat mit dem Auto, schon wesentlich
homöopathischer und angenehmer. Ich an dieser Stelle danke euch für eure Kommentare, für eure Wortspenden, für eure Kanalmitgliedschaft. Aber auch wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich hier die Beratung bekommen. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch per WhatsApp einfach schreiben. Und wenn es längere Dinge sind, können wir auch einen Call machen. Ich muss jetzt weiter zu meinem Call. Entschuldige mich, dass ich am Mittwoch nicht machen kann. Ich muss das verschieben. Ich muss das auf morgen machen oder übermorgen, weil ich morgen wieder in die Wüste zurückfahre. Und ich freue mich auf euch. Denkt dran, den Kanal zu unterstützen und die Kanalfrage zu beantworten. Ich gebe euch den Abspann und ich freue mich. Also bis morgen in Alter und Frische. Bis dann. Ciao. Thank you.